Servus Leute und damit ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Freut mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Heute soll es darum gehen, dass wir, wie wir in Apex Legends unsere FPS boosten. Und das Ganze jetzt nicht die Einstellungen, darauf kann ich gerne mal in einem anderen Video eingehen. Heute soll es einfach nur darum gehen, was wir jetzt abgesehen von den Einstellungen zusätzlich auf unserem PC einstellen können, damit das Ganze noch mehr FPS hat und noch eine bessere Performance. Especially auch für die Leute, die vielleicht nicht den besten PC haben. Genau. Dann würde ich auch schon starten, oder nein, bevor wir starten, habe ich noch eine klitzekleine Bitte an euch, und zwar würde ich mich megamäßig, wirklich megamäßig freuen, wenn ihr ein Like, Abo und Kommentar da lassen könntet. Ja, würde mich mega freuen, und euch kostet es nichts, also warum denn auch nicht. Genau. Jetzt starten wir aber direkt ins Video rein. Was benötigen wir zuerst? Wir müssen jetzt erst einmal in den Task Manager gehen. Im Task Manager angekommen, ich habe jetzt hier Apex Legends gerade nicht gestartet, aber das Ganze funktioniert genauso bei jeder anderen App. Das heißt, bei euch startet das Ganze mal so, im Task Manager wahrscheinlich. Hier drücken wir mal auf mehr Details und suchen uns dann jetzt hier Apex Legends raus. Drücken einfach mal drauf, drücken dann Rechtsklick und gehen auf zu Details wechseln. Dann wird das Ganze hier weitergeleitet. Müsst ihr aufpassen, dass ihr auf der gleichen Anwendung logischerweise bleibt. Und drückt da jetzt einfach mal Rechtsklick drauf und dann auf Priorität festlegen. Müssen wir jetzt hier können wir das Ganze, wie wir wollen, festlegen. Natürlich von niedrig bis zu Echtzeit geht es immer höher. Na, also mehr Priorität nach oben natürlich. Mehr Priorität heißt gleich bessere Leistung, weil das Ganze mehr Priorität von den Komponenten bekommt und somit natürlich die FPS steigen. Ich setze das Ganze jetzt hier mal auf hoch. Das Ganze ist jetzt für Teams, aber hier auf Priorität ändern drücken. Bei Valorant, ich werde auch so deppert. Bei Apex Legends natürlich. Genau. Wenn wir das Ganze gemacht haben, können wir den Task Manager auch schon schließen. Und dann würde ich noch euch empfehlen, einmal in die Einstellungen zu gehen. Und dann gehen wir hier einfach mal auf Barrierefreiheit und dann auf visuelle Effekte. Und dann bei Animationseffekte das Ganze auf Ausstellen. Und dann noch natürlich bei Spielen auf Spielmodus und dann hier unbedingt das Ganze auf Einstellen. Den Spielmodus, hier steht es eh schon, optimieren Sie Ihren PC, indem Sie Dinge im Hintergrund ausschalten, einfach das Ganze mal anwählen, und dann können wir hierbei noch bei Aufzeichnungen unbedingt die Aufzeichnungen ausmachen, weil die ziehen auch sehr viel Leistung, vor allem wenn wir relativ wenig Arbeitsspeicher haben, dann sollten wir das unbedingt ausstellen. Genau, dann können wir das Ganze auch schon wieder schließen und sind fertig. Gibt natürlich viele weitere Tipps, aber ich denke mal, das sind so die meisten Auswirkungen haben, auf jeden Fall. Genau, das war's. Mehr gibt's gar nicht in dem Video. Wenn ihr natürlich mehr dazu sehen wollt, könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben. Ansonsten hoffe ich natürlich, dass das Ganze bei euch geklappt hat. Wenn es so ist, zeigt es mir gerne mit einem Like, Kommentar, Abo. Wenn nicht, dann könnt ihr gerne in den Kommentar schreiben, dann werde ich euch schnellstmöglich antworten. Genau, das war's schon zu dem Video. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Video. Ciao Leute, pfiat euch und baba.